In jedem Unternehmen fallen natürlich auch kurzfristig immer Kräfte aus. Auch langfristig fallen Kräfte aus, durch zum Beispiel Mutterschutz oder anderen Dingen. Und wir müssen ja dadurch diese Kräfte nachbesetzen, um die Mindestuntergrenzen einhalten zu können. Und deswegen gibt es quasi das Einspringmanagement. Da gibt es verschiedene Prozesse im Krankenhaus, die quasi gewährleisten, dass wir immer genug Leute auf den Stationen haben.